Thanos hatte die Macht des Handschuhs vollends entfesselt und sich dabei in ein riesiges Monster verwandelt, das aus markenschutzrechtlichen Gründen nicht grün war. Aus seinen Augen schoss hochenergetisches Licht, das sich durch alles hindurch schmolz, was ihm im Weg stand. Die Göttin des Lichts hat mich gesegnet. Das reinigende Licht meiner Augen wird alles Böse vom Antlitz der Erde brennen. Wie oft denn noch? Die Göttin habe ich doch gekillt. Die kann niemanden mehr segnen. Und auch unter der Erde seid ihr nicht sicher. Ihr verabscheuungswürdigen Kreaturen. Thanos Laseraugen frästen ein Loch in den Boden, das sich bis hinab in die Tiefen des Dungeons zog. Würde dieser Laser auf das Dungeonherz treffen, wäre es das Ende des absoluten Bösen. Währenddessen hatte Talia im Untergrund andere Dinge im Blick, die sie für wichtig erachtete. Ja, ich weiß schon. Du willst jetzt irgendein abgedroschenes Sprüchlein über Frauen und Spiegel bringen. Du elender Chauvinist! Tatsache ist, dass ich mit dem Teil einen genialen... Die Laseraugen zogen eine Spur der Verwüstung durch den Dungeon. Doch mitten in ihrem Weg stand, aus purem Zufall selbstverständlich, Talias Spiegel. Was für Teufelswerk! Talia, du niederträchtiges Wesen! Du bist wahrhaft die böseste Brut, die es jemals gab. Warte nur, bis sich meine Augen beruhigt haben. Dann wird mein reinigender Blick dich zu Asche verbrennen. Puh, dieser Thanos ist so ein elender Idiot. Der merkt nicht mal, wenn er sich selbst außer Gefecht setzt. Ich meine, das war natürlich mein genialer Plan. Dummerweise ist dabei auch mein Spiegel draufgegangen. Wo bekomme ich denn jetzt einen neuen her? Talia und das absolute Böse hatten den gigantischen Laseraugen Thanos derzeit nichts entgegenzusetzen. Beide waren sich einig, dass ein strategischer Rückzug aus diesen Ländern vorerst das Klügste war. So. Na, wenn der Erzähler das sagt, dann wird es schon so passiert sein, was? Aber gut, vorerst macht es vermutlich wirklich Sinn, die Beine in die Hand zu nehmen. Also vorwärts, Kreaturen! In Zweierreihen aufstellen, den Nebenmann an der Hand festhalten und dann panisch davonrennen! Während Talia noch traurig auf die Überreste des Spiegels blickte, meldete sich unvermittelt und wie aus dem Nichts der Rat der Schnodderlinge. Zufälligerweise hatten die gerade einen riesigen Restposten an Spiegeln erstanden, aber da sie alle Roben trugen, bei denen man ihre Gesichter kaum ausmachen konnte, hatten sie noch keine Verwendung dafür. Allerdings plante der Rat der Schnodderlinge ein großes Fest, Fangsguru genannt. Gegen einige der deliziösen Vögel war der Rat mehr als bereit, einen seiner Spiegel zur Verfügung zu stellen. Können die uns den Spiegel nicht einfach so schicken? Aber gut, vorwärts, los! Füttert die Gurus, zieht sie groß, gebt ihnen mit Hormonen und Medizin gestrecktes Futter. Moment, warum lache ich eigentlich? Thank you.
Es ist Zahltag. Thanos fanatischen Anhängern auf der Oberwelt waren die Aktivitäten der Kreaturen nicht entgangen. Mit einem irren Funkeln in den Augen machten sich diese auf den Weg in den Dungeon. Das ressourcengenerierende Böse schickte eine Lieferung zum Rat der Schnodderlinge. Zeugansammelnde Böse schickte eine Lieferung zum Rat der Schnodderlinge. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Das ressourcensammelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Mein Augenlicht wird schon bald zurückkehren, Talia. Dann wird es Zeit, mir tief in die Augen zu blicken.
Das ressourcenscheffelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Ressourcengenerierende Böse schickte eine Lieferung zum Rat der Schnodderlinge. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Der Rat der Schnodderlinge war mehr als erfreut über die zahlreichen köstlichen Gurus, die das eine Farm habende Böse ihnen geschickt hatte. Dankbar für die Lieferung schickte der Rat der Schnodderlinge einen neuen blitzeblanken Spiegel an das kein Spiegelbild habende Böse. Wunderbar. Damit werden wir Thanos aufhalten. Zumindest einmal. Des grausamen Bösen erreichte eine zerstörte Brücke, die einst als Brücke des Todes bekannt war, bevor unzählige Schwalben unbekannter Herkunft darauf landeten. Vielleicht gab es im nahegelegenen Heldenstützpunkt eine Alternative, die Schlucht zu überqueren. Sicht ist wieder klar. Zeit für läuterndes Feuer. Seht mir in die Augen! Thanos' Augen hatten sich wieder beruhigt und schossen abermals Laser hervor, die sich durch den Untergrund brannten.
meine Augen! Talia! Du gemeine Kreatur! Du wagst es, dich dem Licht entgegenzustellen? Das Gute wird immer gewinnen! Zwar hatte der Spiegel Thanos erneut aufgehalten, allerdings war er dabei erneut zu Bruch gegangen. Das ist aber jetzt etwas suboptimal. Heißt das, ich bin schon wieder auf diesen Rat der Schnodderlinge angewiesen? Die Armeen des invasorischen Bösen hatten eine Stadt von Thanos fanatischen Anhängern erreicht. Dort befand sich ein mysteriöses Portal. Der Rat der Schnodderlinge fühlte sich nicht nur mystisch, sondern auch magisch. Da die Ratsmitglieder allerdings so magisch wie verschimmeltes Brot waren, wünschten sie sich im Tausch gegen einen Spiegel etwas Mana. Das ressourcensammelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Das ressourcenscheffelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Feinde sind im Dungeon. Das ressourcensammelnde Böse schickte eine Teillieferung in Richtung des Rats der Schnodderlinge. Das seine Kreaturen gerne in komische Portale schickende Böse hatte erfolgreich ein Teleportationsportal benutzt und seine Kreaturen so erfolgreich über die Schlucht geführt. Das ressourcengenerierende Böse schickte eine Lieferung zum Rat der Schnodderlinge.
Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Der Rat der Schnodderlinge wirkte glücklich und magisch, als Mana-Bälle wie beim Volleyball herumgeschossen wurden. Ein weiterer Spiegel vom Rat der Schnodderlinge wurde in den Dungeon des reflektierenden Bösen geliefert. Eure Armee hat sich gerade durch... Meine Augen gewöhnen sich langsam an diese Gewohnheit. Ich kann den Feind und meine Umgebung spüren. Ich werde... Aua! Eure Feinde sind im Dungeon. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Thanos' Blick war nicht mehr getrübt. Laser schossen ihm aus den Augen und brannten sich durch den Dungeon.
Zentraltag. Ihr habt einen Spinnenraum angegraben. Für seine bald stattfindende Halloween-Party wünschte sich der Rat der Schnodderlinge etwas Fäule, um einen authentischen, fauligen Geruch zu erzeugen. Als Gegenleistung würde er dem absoluten Bösen nur zu gern einen seiner Spiegel schicken. Ihr habt einen modriger Geruch, stieg dem Rat der Schnodderlinge in die Nase, als sie die frische oder eben nicht so frische Fäule des modrigen Bösen entgegennahmen. Der Rat der Schnodderlinge schickte einen weiteren Spiegel an das glitzernde Böse. Talia, du wirst dich für deine Taten rächen. Wenn ich dich erst einmal geläutert habe, dann kannst du der Göttin höchst selbst ins Angesicht sehen und um Verzeihung bitten. Ich kann dir nicht mehr vergeben. Über was du dir alles Gedanken machst, du verrückter alter Mann. Ich bin gerade dabei, mir einen passenden Speer für deinen verdammten Kopf auszusuchen. Eure Feinde sind im Dungeon.
Es ist Zahltag. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Das eroberungswütige Böse hatte einen zweiten Stützpunkt von Thanos' Fanatikern vernichtet. Mit dem dortigen Portal konnten seine Truppen abermals die Schlucht überqueren. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Feinde haben den Dungeon betreten.
Talia und das absolute Böse hatten den Fluchtpunkt für ihren taktischen Rückzug endlich erreicht. Puh, das war ja was. Wir brauchen dringend eine Möglichkeit, um Thanos wieder stoppen zu können. Ich habe nach wie vor diesen spitzen Speer, der sich nach Thanos' Kopf sehnt. Um Thanos erneut stoppen zu können, war es vermutlich nötig, den Handschuh der Endlichkeit wieder zusammenzusetzen. Die Steine, die den Handschuh befüllten, waren allerdings in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Es würde einige Zeit dauern, sie alle aufzutreiben. Das war ja klar. Nichts in dieser blöden Dungeons-Serie ist einfach. Jeder Vernünftige denkt sich doch, bumm, hauen wir dem einfach ordentlich aufs Maul und gut ist. Aber nein, ich muss durch die Lande ziehen und irgendwelche doofen Steine sammeln. Gut, bringen wir das hinter uns, damit wir wieder zu dem Punkt kommen, wo ich Thanos' Kopf auf einen Speer stecke.